Und da war der erste Bildwechsel. Er hat zwar keinen Schaden gemacht, aber... A singular strike. Boom, Treffer. Nice. Wir nehmen natürlich alles mit. So, wie... Womit kann ich dich... Nochmal... Ich weiß nicht. Ja gut, dann machen wir sie einfach so auf. Supi, alles klar. Dann gehen wir wieder zurück. Backtracking mögen sie nicht wirklich. Und weiter geht's. Ach, da ist jetzt wieder ein Kampf. Das passt mir jetzt gar nicht in den Kram, Leute. Na gut, eigentlich brauche ich nicht so hoch heilen. Oh shit, der wird mit Tieren am Keks gehen, das weiß ich jetzt schon. Na toll, dann weicht er aus. Ab nach vorne mit. Ach! Weil der mit seinem blöden Pfusch. Dass er debufft wird und nicht mehr trifft. Nice, alle gedebufft. Okay, nur bei 2 hat es funktioniert. Das ist okay. Und... alles klar. Allen widersetzt. Nice. Bum 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 bum. Ja, weiter debuffen. Du kommst bitte nach vorne. Gehst du nämlich am Kranz da hinten. Mit dir machen wir mal Heilung. Naja, gut. Ein bisschen. Schön ausgewichen. Hau ihn nieder. Schön nochmal ausgewichen. Du kommst nach vorne. Und bist tot. Cool. Du machst nochmal Gruppenheilung. The wounds of war can be healed. Never hidden. Gut. Okay, sie haben sich widersetzt dieses Mal. Aber sie sind ja schon ganz gut gedebufft. Das sollte also hoffentlich funktionieren. Komm, Blutungsschaden widersetzt. Okay. Braucht man nicht. Komm, töte ihn. Yes. Nice. Oh, dann brauchen wir diese Runde nicht mehr debuffen, sondern einfach nur noch Marke Berserker draufkloppen. Und jawohl, passt. Wir nehmen alles. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. So, jetzt geht's natürlich weiter nach hier oben. Okay, hier haben wir eine Kuriosität. Hunger, ja, ihr kriegt eure Nahrung, ist okay. So, machen wir natürlich wieder was heller. Oh wow, 100 Gold. So, eine Urkunde, hier ist nichts los, das ist gut. Wir müssen wahrscheinlich den hier auch erkundschaften. Leute, ihr stellt euch was an. So, wieder besser. Oh, doch, ich wollte gerade sagen, ich habe eine Chance. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Na. Eine Urne enthält was?
Oh, nice. Das gibt ein bisschen Kohle. Oh, je 1000, also 2000 alleine dafür. Das ist doch schon mal gut. Okay. Na gut, dann gehen wir wieder zurück. Was haben wir hier? Da ist eine Falle. Da ist ein Kampf. Nehmen wir noch eine Fackel. Spirits are lifted and purpose is made clear. Achso, ich sollte auch mal einen Raum auswählen, ne? So. Hier ist jetzt erstmal nichts. Da ist die Falle. Wer hat den besten? 50, 50, 60, 50. Na gut, dann probieren wir dein Glück. So. Ambushed by foul invention. Ohne Fackel. Nehmen wir mit, machen sie, benutzen sie auch direkt. So, ach du Scheibenkleister. Okay, wir wollen als erstes. Gut, versuchen wir den mal zu stunnen. Nice, das ist schon mal etwas. Dann kommst du nach vorne, wenn es passt. Ja, hat er sich wieder nach hinten geschoben. Schön ausgewichen. So, hier das gleiche Spiel wie sonst. Versuchen alles zu debuffen. Und Schaden natürlich verteilen. Ansonsten bringt das alles nichts. So. Du kommst bitte wieder nach vorne. Oder auch nicht. Du machst Gruppenheilung. Oh, cool. Einmal kritisch. Kritischer Treffer, ja. Alter, die Waffen. Okay, die beiden haben sich widersetzt. Okay, du kannst zwar ein bisschen heilen, aber dann haust du lieber zu. Boah, dass der da auch kritisch trifft. Das soll mir recht sein. Schöner Treffer. Ein HP left. Okay, der ist weiter geschwächt und du heilst. Schöner Crit. Du heilst wieder. Ah, dieses Bluten. Ja, komm. Bleib mal dabei, wir kommen sonst eh nicht an den da hinten dran gerade. Du heilst den hoch. Und du ziehst den hier bitte mal nach vorne. Beziehungsweise zerstörst den Korps. Oh, der macht ja schon eine Menge Schaden hier. Mit 7. Okay. Du blutest ja eh schon. Aufs Maul. No, oder auch nicht. Du heilst dich noch gerade selber ein bisschen. Dann du aufs Maul. Dann geht doch. So, ist da jetzt noch ein Kampf oder nicht? Nein, ist kein Kampf mehr. Das heißt, wir brauchen uns auch gar nicht die Mühe zu machen, ins Dorf zurückzugehen. Naja, immer ein bisschen Gold. 7000. Ein paar Sachen und... Okay, alles Level 1.
plus 2 Guess, okay. Minus 3 Crit Fernkampf, ja, gut. Okay, Frühaufsteher bei Licht über 75 plus 2 Guess, das heißt, bei der muss man das Licht hochhalten. Erhöhter Stress bei wenig Licht, okay. Ja, Nekromantie. Plus 15, wieso Waldtaktik? Naja, muss ich nicht verstehen, ne? Besessen von Heiligkeit, okay. Naja, gut. Aber immerhin. Women and men, soldiers and outlaws, fools. Die Kunde über unsere schwierige Lage hat sich verbreitet und eine neue Schar ehrgeiziger Leichname steigt aus der Kutsche. 6 Rekruten mehr als üblich. Okay, interessant. Ist nicht mehr unvernünftig, ist nicht mehr unvernünftig. Das sieht doch gut aus. So, das heißt, jeder hat Stress. Naja, ich weiß ja nicht. Okay, die haben wir immerhin schon mal das ausgetrieben. Dann gehst du jetzt mal ins Kloster, mein Bester. Ja, du auch. Ich muss euch leider auch hier lassen, obwohl ihr sehr, sehr gute Dienste geleistet habt. Mit dieser etwas seltsamen Kombi. Aber es hat ja funktioniert. Ja, jetzt haben wir halt das Problem, dass die nächste Gruppe ziemlich viel Stress hat, haben wird. Schon vom Start an, das ist das Problem jetzt da dran. Und dich können wir dann noch hier reinpacken, so. Und dann sind wir gleich pleite. Na, wollen wir mal gucken, was haben wir denn hier Schönes. Eine Vasallin, ein Waffenknecht, ein Arbalester, Hundemeister, haben wir noch keinen, ne? Oh, Aussätziger haben wir auch noch keinen. Ah, Antiquarian. Die wäre praktisch, wenn wir jetzt eine leichte Aufgabe finden, um... Okay, kannst du überhaupt... Okay, das hier ist ein Angriff. Berauschende Schwaden, Zielstärken, Zielstärken. Ich weiß ja nicht. Ivesionit, aber... Das ist okay, die können wir auf jeden Fall mal holen. She searches where others will not go and sees Wegelagerer. Könnte auch interessant werden. Kopfgeldjäger interessiert mich eigentlich weniger. Gerade. Ein weiterer Waffenknecht könnte noch von Nutzen sein, wenn ich eventuell einen von den beiden Heinis hier entlasse. Dann kann ich mir noch einen von hier holen. Was hast du eigentlich für Fertigkeiten? Ich habe mir noch nie diesen Hundemeister wirklich angeguckt. Hundebiss, Blutenverursachter, Crit-Modifikator plus 2%, 15% gegen Schaden gegen Bestien, plus 60% Schaden gegen Gezeichnet. Hast du den Skill mit dem Zeichnen? Ist das der? Ah, okay. Das könnte eine interessante Kombi sein. So, weiter gucken. Stresslinderung 3, okay. Hetziat ist ein Angriff. Das ist ein Angriff. Was haben wir hier? Selbst 5 LP heilen, okay. Das heißt, um dich müssen wir uns nicht weiter. Müsste man sich nicht kümmern mit anderen Charakteren unbedingt. Totschläger, Nahkampf. Dafür muss er aber ganz vorne stehen. Müsste er ziemlich weit vorne stehen, sagen wir mal so. Ist eigentlich nicht das, was ich mit dem machen würde. Ziel markieren, Ziel schwächen. Hetzjagd würde allen Bluten verursachen. Ein Punkt für 3 Runden.
Ich glaube, den Skill bringen wir ihm bei. So, und dann haben wir doch. Also ich bin von denen hier nicht allzu begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich entlasse die mal. Dafür gucken wir mal, was wir hier sonst noch haben. Eine Vestalin, wie viel haben wir davon? Eine bisher, ne? Eine davon, zwei davon. Nach Klassen sortieren. So, dann haben wir eine bessere Übersicht. Oh, von dem haben wir zwei Stück schon, okay. Von dem haben wir zwei, drei sogar. Oh, das ist zu viel eigentlich. Was will ich mit? Aber das sind halt gute Frontkämpfer. Nehmen wir den Waffenknecht noch mit. Was hast denn du für Skills nochmal? Ah, du bist auch ein Frontliner, ne? Okay. Selbststärken, trotzen Selbststresslinderung. Ach genau, das war das. Ah ja, ich erinnere mich an dich. Also an diese Klasse, sagen wir mal so. Was hat hier der Wegelagerer? Der Skill mit Bluten hat er nicht, ne? Da, den hier meine ich, glaube ich. Das ist der, den ich jetzt meine, ne? Ja, genau. Schade, und ich habe nicht die Kohle, um in dem zu geben. Okay, der hat Vergeltung. Der hat leider nicht das Kampfgebrüll. Und die Vestalin kann mit dem Knüppel draufhauen. Okay, die ist mehr für die Frontline. Gut, ich würde sagen, lass mal gerade erstmal dabei. Und was hast du Schönes? Für 5000 Gold könnte ich eins hiervon kaufen. Ach, hier konnte man ausbilden noch, ne? Genau.